Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen die Sister Love Collection von Catrice und Essence zusammen ausprobieren. Und zwar, habe ich hier von König der Löwen und vom Dschungelbuch so einiges vor mir liegen und das möchte ich gerne in mein Gesicht packen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe schon den ganzen Tag einen Ohrwurm von Hakuna Matata. Wir sehen hier überall Timon, Pumba, Simba und so. Das ist so eine schöne LE. Ich feiere das total. Und ich habe das Ganze ergänzt mit Produkten von Catrice und Essence, damit ich mit euch zusammen ein komplettes Fullface schminken kann. Ich werde auch fast alles verwenden können, da müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt zwei Sachen, weil ich habe Sets bestellt. Ne? Das konnte ich auf der Catrice Homepage machen, die ich jetzt gerade nicht verwenden werde, sondern demnächst dann mal. Da habe ich einmal aus der Dschungelbuch Collection mit Baloo den Face Toner mit Glycerin und Shea Butter. Und der ist sehr dickflüssig, also ganz interessant. Da bin ich gespannt, wie der dann auch wirklich auf dem Gesicht als Skincare funktionieren wird. Passt aber sehr gut, denn Catrice hat ja auch in letzter Zeit recht viel Skincare mit in dem ins Sortiment mit reingenommen. Und das war halt hier in so einer echt schönen Tasche, zusammen mit dem Primer, mit einer Mascara. Und was war denn noch da drin? Weiß ich nicht, kann ich euch mal einblenden. Fand ich auf jeden Fall total super. Und dann habe ich hier von Essence auch noch so ein Täschchen bestellt. Auch das finde ich total hübsch. Da hatten wir drin auch einiges. Und unter anderem, also Pinsel vor allem, ne? Und auch so eine Pinzette. Aber die werde ich jetzt auch aktuell jetzt gerade nicht verwenden. Okay, ich starte mit dem Face Primer. Das ist der mit Mowgli drauf, mit Aloe Vera, Wasser und Niacinamiden. 30 ml sind hier drin. Das sieht doch schon mal so weit so gut aus. Also so ein Primer mit auch in eine LE reinzunehmen. Ich habe sowieso gesagt, als ich die LE gesehen habe, so, machen die jetzt einen auf Kiko oder Colourpop? Weil die machen ja auch tatsächlich, wenn die Limited Editions rausbringen, ganze Kollektionen. Und das erschien mir hier bei der Upsala, Sister Love Collection ähnlich zu sein. Also das kommt nicht so in einem, das kommt ganz merkwürdig raus. Also der spuckt das so raus. Warte. Ach, jetzt macht das richtig. Na toll. Vorführeffekt. Es ist halt total gelig. Also wirklich, als würde man den Aloe Vera Saft einer Aloe Vera Pflanze nehmen. Es riecht angenehm fruchtig. Wie ein Smoothie. Es riecht nach irgendeinem Saft oder so. Es ist irgendein vertrauter Duft, aber ich kann es gerade überhaupt nicht zuordnen. Verträgt sich auch soweit so gut mit meiner Gesichtspflege, was ich schön finde. Also kein Krümeln oder so, wenn ich so drüber gehe. Das ist immer so der ultimative Test, ne? So, dass ich da meine Streifen mache. Nee, mag ich. Also gefällt mir. Ich habe jetzt hier auf Maxims Anraten die Tinted Serum Foundation von Catrice eben wirklich minutenlang geschüttelt. Ich schüttel sie nochmal, weil ich möchte, dass sie funktioniert irgendwie. Und ja, habe ich in der Farbe 001N. Ich habe sowieso alle Produkte in der Infobox verlinkt. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Limited Edition wird jetzt nicht bei Purish einziehen, weil da kriegt ihr jetzt diese Woche noch 20% Rabatt auf alles, also auch auf die Produkte von Catrice und Essence, ne? Mit Claudis Welt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. So, jetzt habe ich mir ein bisschen was aufgegeben. Nehme jetzt hier den Sculpting Brush aus der Jungle Book Collection und arbeite den ein. Den Foundation vor allem. Ich bin ein Geist. Und jetzt nehme ich mir den Schwamm, der auch in der LE mit drin ist, von Essence. Der ist übrigens richtig fluffig, der Wahnsinn. Und gehe dann nochmal drüber. Den habe ich natürlich nass gemacht oder feucht, nebelfeucht. Und dann schaue ich jetzt in den Spiegel der Wahrheit. Okay, so funktioniert es auf jeden Fall besser. Also das letzte Mal hat die sich ganz furchtbar abgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt auch im Laufe der Zeit so laufen wird, aber das hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als bei meinem ersten Versuch und auch bei meinen zweiten und dritten Versuchen, als ich sie hier auf dem Tisch stehen hatte. Also da muss ich wirklich sagen, Maxim, vielen Dank für deinen Tipp. So geht es wirklich besser. Ihr müsst die Foundation halt wirklich intensiv schütteln, damit alle Inhaltsstoffe sich halt besser verbinden können. Naja, dann habe ich jetzt den Pinsel ein bisschen sauber gemacht, denn ich habe hier jetzt einen Cream Blush. Und zwar Hattie Junior Dschungelbuch. Das ist halt der Cream Blush. Catrice hat ja auch jetzt in Standardsortiment diese Cream Blushes mit reingebracht. Aber ich wollte den hier jetzt, ne, mit Hattie und so voll süß.
rappelt hier im Karton und mache das hier auf meinen Handrücken, um das in den Pinsel einzuarbeiten und um schon mal vorab so zu gucken, wie intensiv die Farbe so ist. Und die kann auf jeden Fall was. Dann kommt sie aufs Gesicht. Oh, aber es ist eine schöne Frühlingsfrische. Mag ich wirklich gerne. Doch, das ist ein schöner Blush, ne? Ja, das kann man so tragen. Als nächstes habe ich hier Lidschatten Primer. Das ist von Essence, der Eyeshadow Primer in der König der Löwen Edition. Das ist hier mit Simba. Da gebe ich mir einfach ein bisschen was auf meine Augen. Dann mache ich den Sculpting Brush auch wieder ein bisschen am Handtuch sauber. Und gehe dann hier mit der Spitze einfach so drüber, um das auf dem Lid zu verteilen. Dann nehme ich den Skin Love and Sensitive Concealer von Essence. Nein, den nehme ich nicht, der ist mir leider gekippt. Ich nehme mir den Essence Multitask Concealer Erase Cover and Care in der Farbe 10 Peach Ivory. Oder Peachy Ivory. So zum Hochdrehen. Huch, da quillt hier irgendwie an der Seite raus. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann wollen wir mal sehen, dass wir die Augen hier wieder ein bisschen zum Leben erwecken. Denn ich habe eine dicke, fette Erkältung. Ich könnte das Video auch schon fast nennen, ich schminke mich gesund oder so. Man weiß es nicht. Ja, das war die Schublade, ne? Also da habe ich jetzt auf jeden Fall so ein bisschen auch die Augenschatten mit ausgleichen können. Falls ich hier mit dem Blush ein bisschen zu tief gegangen bin, kann man da auch noch ein bisschen ausbessern. Und um die Nase. Aber die Nase ist aktuell eh ein bisschen schwierig. Aber das sieht fresh aus. Und jetzt abpudern, setten, Catrice True Skin Mineral Loose Powder. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Translucent Matte. Das verwende ich unter den Augen. Aber nur ganz vorsichtig, da gehe ich jetzt hier mit so einem Highlighter-Pinsel einfach rein, ne? Und fürs komplette Gesicht verwende ich mein Essence High Beauty. Ja, Aufbrauchprojekt, Puder, ne? Also ist heftig. Und da habe ich jetzt hier auch aus der Dschungelbuch-Kollektion den Puderpinsel. Das ist dieser schöne, große. Und dann schön in das Puder rein und aufs Gesicht. Mensch, Leute, meine Haut gefällt mir. Und jetzt verwende ich aus der Dschungelbuch Collection Baloo und Mowgli sehen wir hier drauf, die Face Palette. Und ich finde, dass die Produkte aus der Catrice-Reihe sich auch ganz, ganz toll anfühlen. Ja, und dann mache ich das mal so auf. Hier haben wir Bronzer und Highlighter drin. Also da ist kein Blush, ne? Das sieht aus wie Blush. Vielleicht so ein bisschen wie der Dandelion, ne? So ein ganz bisschen, aber wenn man den swatcht, dann ist der nur roséstichig als Highlighter, ne? Das darf man nicht durcheinander bringen. Und hier haben wir einmal Sparing Partners und Into the Jungle. Ich versuche jetzt erstmal diesen Sparing Partners zu nehmen. Da nehme ich jetzt auch schön diesen großen Pinsel für. Oh. Ja, wenn ich rühre, dann kommt's. Es war erst nur so ganz leicht und ich dachte, oh je, das ist so wenig, aber nein. Oi, das mag ich. Oh, ist das ein schöner, schöner Bronzer. Guck mal, für so helle Häutchen wie mich ist der einfach super schön geeignet, weil der auch ein bisschen kühler ist, ne? Habt ihr euch schon was aus der Kollektion geholt? Und falls ja, was habt ihr euch geholt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Na gut, ich habe jetzt hier noch einen weiteren Pinsel. Der so ein bisschen, also ist von Essence, ne? Aus der König der Löwen-Reihe. Der erinnert aber auch an die, ist das nicht die Sungasm-Reihe gewesen? Da habe ich doch auch Pinsel von. Hier, die wollte ich nämlich auch gleich verwenden. Das ist aber von Catrice, ne? Glaube ich. Steht nicht drauf. Ist es aber. Und, ja. Cool. Auf jeden Fall haben wir hier so ein Sculpting oder Powder Brush halt auch in dem Sinne, aber der ist so wabbeliger. Ich habe mir gedacht, damit kann ich bestimmt den dunklen Bronzer etwas besser auftragen. Den setze ich mir hier nämlich nochmal so zur Intensivierung drunter. Da kommt jetzt nicht so viel. Ich glaube, der hat auch so ein Seidenmatt-Finish. Oh ja, doch. Da kommt schon was, ne? Ja, aber der ist nicht ganz so meine Welt. Da bin ich wirklich, da bleibe ich eher bei dem helleren. Weil der mir doch zu dunkel ist und zu dunkle Bronzer werden dann schnell fleckig. Ja, nee. Juti. Highlighter mache ich gleich. Oder mache ich den jetzt direkt? Nee, den mache ich gleich, denn ich wollte erst den Blush verwenden. Da habe ich mir Simba ausgesucht und nicht Nala. Nala war mir, glaube ich, zu dunkel. Maxi Blush mit 9 Gramm, Leute. Wow. Remember Who You Are. Der hat einen Schimmer mit drin. So eine schöne... Oh, krieg Gänsehaut an den Beinen gerade. Ja, auch sowas kommt vor. Genau, da ist ein Hundehaar dran. Danke, Sammy. Der chillt da hinten und pennt. Da gehe ich jetzt hier mit dem Essence-Pinsel rein und trage mir den Blush dann hier on top. Oh, hübschi kapübschi. Genau, dann gehe ich an den Seiten noch ein bisschen mit dem Schwämmchen entlang.
Nö, ich mache mir das jetzt nicht auf die Nase, weil sobald ich mir gleich die Nase putze, ist eh alles verloren. Schöner Blush, den finde ich echt toll. Vor allem, weil die Produkte, die ich jetzt auch im Gesicht habe, die wirken nicht so schwer pudrig, sodass ich jetzt nicht irgendwie diesen Es-liegt-was-auf-meiner-Haut-Effekt habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist vor allem ganz cool, wenn man, so wie ich, jetzt im Mai 34 Jahre alt wird und halt, wenn man lacht, Falten hat. Generell habe ich Falten, aber ja, jetzt nehme ich mir wieder den Highlighter-Pinsel. Ich möchte ja ganz gerne die beiden Highlighter auch verwenden. Ja, da ist der Tiger by the Tail auf jeden Fall gröber, glitzernd, und der I Wanna Be Like You ist, habe ich das jetzt richtig rumgezeigt? Keine Ahnung. Ist feiner vom Schimmer her. Okay, mal gucken. Nehme ich jetzt hier eigentlich auf, ohne abzuklopfen, und trage den hier auf. Ja, I Wanna Be Like You ist ein richtig schöner Highlight-Ton, der natürlich in die kühle Richtung geht, weil er ja diesen rosa Schimmer mit drin hat. Aber kein grober Glitzer. Der ist richtig, richtig schön. Wird man erst gar nicht so vermuten. Der kommt relativ unscheinbar im Fähnchen rüber, muss ich gestehen, ne? Aber wenn ich mir den so auftrage, finde ich den richtig toll. Und jetzt mache ich den Pinsel etwas sauber und gehe in Tiger by the Tail rein. Trage mir den hier auf. Der ist schimmernder. Ja, da siehst du richtig, wenn du dann ins Licht schaust. Also ich habe jetzt hier mein Tageslichtfenster, deswegen gucke ich jetzt auch gerade so merkwürdig. Da siehst du den Glitzer halt auch richtig, ne? Das ist mehr so ein, ja, ich würde den jetzt eher sogar als Highlighter-Topper bezeichnen, weil da siehst du jedes einzelne Pünktchen und hier ist einfach nass. Das heißt, diese Nässe gebe ich mir hier nochmal drüber. Finde ich irgendwie schöner. Ja, schön bislang, ne? Jetzt kommen die Augenbrauen erstmal drauf. Da habe ich jetzt nichts Neues. Da habe ich zum einen hier von Catrice Limetic Ultra Precise in der Farbe Ash Blonde, einer meiner absoluten Top-Top-Top-Favoriten, was Augenbrauenstifte angeht, von der Art und Weise und von der Farbe her auch. Und um die Augenbrauen zu fixieren, verwende ich von Catrice den Brow Styling Gel Super Glue. So, wir sind ja im Dschungel, also habe ich mir jetzt etwas wildere Augenbrauen damit gemacht. Der zieht die nämlich so richtig schön in alle Richtungen. Ich habe hier zwei Lidschattenpaletten. Das ist einmal die Timon Pumba und Simba Palette, heißt Circle of Life von Essence, die ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön finde. Das sind so neutrale Töne und wirklich eine absolute Alltagspalette. Ich glaube, weil super viele von euch auch hauptsächlich sich schminken für den Alltag, wäre das gar nicht so verkehrt, wenn ich die einfach mal verwende. Ich hätte natürlich vom Herzen her diese hier lieber genommen, aber vielleicht nehme ich die dann mal für einen Short, dass ich euch die da einfach mal zeige. Denn ich denke auch, dass relativ viele von meinen Kolleginnen die bunteste der Paletten nehmen, um sie dann auch zu zeigen. Das ist von Catrice die Stay in the Jungle Palette, wo wir Hattie Junior und Mowgli drauf sehen. Die schreit halt wirklich meinen Namen, ne? Also das ist wirklich komplett cloudy. Wir haben auch so meine Lieblingslooktöne hier drin, nämlich dieses geile Grün, dieses wunderschöne Gelb, was aufgeteilt ist in einen matten Teil und in einen schimmernden Teil. Wir haben hier aber auch ein Braun mit dabei, ein klassisches Champagner-Tönchen, auch so ein helleres, fast schon Nude-Tönchen oder Beige-Tönchen in Schimmern und in Matt. Und ich finde diese geteilten Fännchen, ehrlich gesagt, mittlerweile auch richtig interessant und cool. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, auch so gut wie jeden Ton aus dieser Palette zu verwenden. Abgesehen von diesem Little Fella, weil ich bin nie so ganz Fan von schimmernden Rottönen. Das sieht bei mir nicht gut aus. Siesta sieht auch spannend aus, aber da weiß ich nicht, ob das auch ein Ton für mich wäre, weil der schon sehr dunkel ist. Also für einen Schimmerton für mich persönlich auch ein bisschen zu dunkel. Aber ich finde diese Palette absolut on point, richtig gelungen und wunderschön. Damit kannst du halt aus dir rauskommen und ein buntes Inner Corner schminken oder halt auch wirklich zurückhaltende Alltagslooks schminken. Aber ich denke, die meisten von euch werden ja eben genau so eine Palette auch cool finden. Deswegen verwende ich die jetzt tatsächlich, und das aus meinem Mund, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist, ne? Ich finde die aber auch wunderschön, und das ist die Palette, die ich vom Optischen her auch irgendwie am allerschönsten fand, weil ich liebe Timon und Pumba. Und Fun Fact, man kann, wenn man hier den Blush dran setzt, so ein Muster machen. Ich weiß nicht, seht ihr das? Man kann das so fortführen. Das ist total cool. Und das gleiche gilt auch für die Dschungelbuch-Palette. Da haben wir hier auch dieses Blatt.
geht auch. Das habe ich nämlich, als ich das für meine Insta-Story, als ich da meine Produkte, die ich geschickt bekommen, also die ich, ja, die in der Post waren, ausgepackt habe, gemerkt, als ich das so nebeneinander gelegt habe. Oh, ich glaube, Julius ist wach geworden. So, dann würde ich sagen, kommt mal näher ran und dann schauen wir uns die Palette auf meinen Augen an. Ich habe hier auch von Essence in dem Täschchen drin gehabt, einen Eyeshadow Brush und einen Eyeliner Pinsel. Das sind diese beiden und die möchte ich natürlich jetzt auch verwenden. Zuallererst setze ich mein Lid mit Our Kingdom. Das ist dieser ganz neutrale Ton. Und das kommt einfach ganz entspannt auf mein bewegliches Lid und auch auf das unbewegliche Lid, um alles nochmal zu setten. Und dann nehme ich mir den Ton Ashes. Das ist ein Aschhellbraun. Und dafür eignet sich dieser Pinsel oder diese Art von Pinsel halt auch total. Ich setze den hier an und blende den einfach so in meine Lidfalte. Witzig, auf dem Auge kommt er viel wärmer raus. Viel, 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 viel wärmer. Fast schon orange. Aber man kann dem Ton nicht vorwerfen, er wäre nicht pigmentiert, ne? Der Ton Wild Side ist ganz interessant. Das ist so ein helles Orange. Ja, und irgendwie hat er auch so ein paar Schimmerpigmente drin. Den nehme ich auch mit diesem Pinsel auf und setze mir den dann auf mein bewegliches Lid. Ist dann die Basis für die gleich kommenden Schimmertöne auch. Dann verwende ich den Ton Pride Lands. Das ist dieser matte Ton hier unten. Auch wieder ein bräunlicher Ton. Und den möchte ich mir gerne nach außen hin hier zur Verdunklung setzen und auch ein kleines bisschen in meine Lidfalte, um da eine Tiefe zu schaffen. Wow, Sarafina ist ein krasser Ton. Ich bin da gerade mit dem Finger rein, weil ich einfach nur gucken wollte, wie der aussieht. Zum einen, wie der sich anfühlt, ganz weich, aber halt auch irgendwie nass, ne? Und der sieht so gelb im Pfännchen aus, aber auf dem Finger, ich mach mal so, sehen wir, dass es ein Duochrome ist. Das ist ja krass. Hätte ich nicht erwartet. So gelb, rosa Schimmer. Wow. Ist aber nur schwer dann zu kombinieren, oder? Ich weiß jetzt nicht. Manche Töne hiervon fühlen sich auch super weich an, wie zum Beispiel Small World. Little Line ist ein bisschen gröber, aber auch ganz cool. Also ganz interessante Texturen auch in dieser Palette. Das ist eine Essence-Palette und das flasht mich gerade. Ich gehe jetzt in diesen Ton, der sich so toll angefühlt hat, in diesen Small World-Ton. Und der schaut einmal so aus. Den setze ich mir nämlich auf mein komplettes bewegliches Lid einfach so mit dem Finger. Da hat man dann jetzt einfach einen ganz simplen, aber sehr, sehr schönen Schimmereffekt. Und der passt halt auch richtig gut zu diesem Wild Side Ton, den ich hier als Basis schon drauf habe. Das harmoniert richtig toll. Etwas gröber sind die Töne Starcrossed und Little Lion. Das ist, also Starcrossed ist auch seidig, aber auch recht trocken. Und Little Lion hat aber auch was Cremiges mit drin. Also auch das wieder ganz spektakulär. Also ich feiere das wirklich mega, wie diese Palette ist. Ich nehme jetzt Little Lion, den gröberen Goldton, und setze den dann hier nochmal drauf in mein inneres Drittel. Da mache ich dann nochmal so einen kleinen Akzent mit. Ich denke, hier mit der Palette kannst du auch ein super schönes Halo-Eye oder so schminken, wenn du mit den dunklen Tönen etwas intensiver arbeitest. Aber ich spiele jetzt hier einfach gerade mal so ein bisschen rum. Wow, ey, echt ein richtig schöner, warmer Look. Mag ich gerne, gerne leiden. Bevor ich mir jetzt was in den Innenwinkel gebe, möchte ich noch den unteren Wimpernkranz machen. Da kann ich jetzt hier diesen Eyeliner-Pinsel eigentlich ganz gut für verwenden. Und ich denke, da nehme ich auch einfach hier Pride Lands, damit wir da so eine harmonische Übergangsgeschichte haben. Hier. Und dann nehme ich meinen kleinen Finger und gehe hier in diesen fancy Ton Sarafina rein. Da muss man aufpassen, dass man keinen Hard Pan bekommt, ne? Den setze ich mir in meinen Innenwinkel. Okay, ja, so würde ich jetzt tatsächlich auch den Lidschatten-Look erstmal lassen. Ein Augenbrauen-Highlight habe ich jetzt, wollte ich jetzt nicht mehr den Pink machen. Dann nehme ich mir jetzt hier nämlich einfach den I Wanna Be Like You. So, wir haben auch aus der Kollektion von Catrice Duochrome Eye Pencils. Die finde ich so geil. Also wirklich, das ist jetzt nicht unbedingt was für den Alltag, es sei denn, du möchtest die im Alltag verwenden und machst es einfach als Liner-Look, kannst du auch machen, ne? Ich möchte ganz gerne diesen Grün verwenden, um dann auch eine Verbindung zu meinem schicken Oberteil zu schaffen. Und der nennt sich Python, wo natürlich halt die Schlange jetzt auch ins Spiel kommt, ne, vom Dschungelbuch. Ganz spannende Geschichte ist das hier. Der ist halt so grün, gold, schön, ne? Und den ziehe ich mir jetzt als Eyeliner. Jedenfalls versuche ich das mal.
Mal gucken, ob der über dem Lidschatten malt. Also hier außen habe ich das jetzt ein bisschen hinbekommen. Ist aber super subtil. Ne? Also da sieht man echt nicht viel von. Weiß ich jetzt nicht. Man sieht ihn halt auch nicht wirklich. Ne? Das ist schade. Der muss halt alleine wirken, denke ich. Ich habe mir jetzt einen Liner nachgezogen. Und zwar mit dem Essence Eyeliner Pen in Waterproof. Da habe ich mir einfach einen kleinen Eyeliner gezogen. Und das Ganze fixiert mit dem Catrice Sungasm Summer Glow Make-up Setting Mist. Ja. Und jetzt kommen wir zu zwei Mascaras. Die sind beide waterproof. Ich bin eigentlich kein Fan von waterproof. Und da habe ich hier einmal aus der Catrice-Reihe Pure Volume Mascara in waterproof. Und auf der anderen Seite werde ich verwenden von Essence Lash Like a Boss, auch Mascara waterproof. Es sind halt beides Standardsortiment-Mascaras, die wir ja schon kennen. Und wir sehen, dass wir bei beiden auch ein Faserbürstchen haben. Wobei wir bei der Pure Volume ein, tannenbaumförmiges Bürstchen haben und bei der Lash Like a Boss ist das ein bananenförmiges Bürstchen. Fast hätte ich vergessen, meine Wimpernzange zu verwenden, Leute. Mensch, Mensch. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, die Catrice Mascara hat meiner Meinung nach definitiv mehr aus meinen Wimpern rausgeholt. Aber beide sind jetzt nicht so die ultimativ Lieblings- Mascara-Anwärter bei mir. Also solide, alle beide, definitiv. Wobei die Catrice Mascara halt auch ein bisschen mehr Fülle schafft und die Essence Mascara etwas mehr Trend und Länge verleiht. Aber von beiden bin ich jetzt nicht ultimativ geflasht. Ne? Naja, aber gut. Machen wir jetzt weiter mit etwas ganz, ganz Wichtigem, denn das fehlt noch. Ich finde, ich sehe auch noch deswegen relativ tot aus, die Lippen. Da habe ich jetzt zwei Schätzeleins. Einmal von dem Dschungelbuch habe ich Baloo und das soll ein Lippenbalsam sein, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es ein Lippenbalsam ist. Ne? Wir haben hier eine wunderschöne Prägung und ein wunderschönes Pressing auf dem Lippenstift. Das sieht auch sehr juicy aus. Der fühlt sich richtig schön angenehm cremig an. Von Essence Pumba, ein Swirl Gloss. Und ich dachte erst, dass der halt wirklich nur die Farbe hätte, die man hier so als Schimmer hat, ne? Aber nee, tatsächlich sehen wir hier auch beide Farben, die dann miteinander vermischt werden, wenn man das so aufdreht. Und dann hat man ein relativ dunkles Produkt. Das ist jetzt so in einer Schicht aufgetragen. Der Duft... Oh... Anmalen ist gut, ne? Erinnert mich an irgendeine Süßigkeit von damals. Boah. Irgendwas, was ich viel gegessen habe. Lecker. Das ist jetzt so ein bisschen aufgebaut und das hat jetzt so auch etwas mehr juicy, ne? Ich habe das auch über den anderen ja drüber gesetzt. Aber auch das ist nicht so, so doch. Nee, was? Nicht so dunkel, wie ich gedacht hätte, wenn man den Applikator hier rauszieht. Weil das sieht doch etwas, ne? Das sieht so weinrot, mauve, magenta, ich glaube, der kann super Farben beschreiben, nicht aus. Und auf den Lippen ist es doch eher pinky-mäßig. Es zieht keine Fäden. Fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Fenty-Gloss, bin ich ehrlich. Aber angenehm. Vom Geschmack her nicht so lecker, aber der Duft ist ziemlich genial. Die Glitzerpartikel spürt man minimal, ja. Ja, 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 das kann was. Es gefällt mir richtig gut, was die Produkte einfach so als Wirkung erzielt haben, ne? Und das ist ein tolles Ergebnis. Wir haben aus der Drogerie so schöne Produkte in einer Limited Edition. Die solltet ihr euch definitiv anschauen. Sehr empfehlenswert. Ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt die Mascaras empfehlen. Das ist nicht so ganz meine Welt. Die Lidschattenpalette finde ich richtig schön. Die Base-Produkte mag ich auch super gerne leiden. Lidschattenprimer. Ist ganz süß. Ob da jetzt eine große Wirkung hintersteckt, keine Ahnung. Den Primer mag ich gerne leiden. Also ich wirklich, ne, bin hellauf begeistert. Bei den Eyelinern bzw. Kajalstiften, die werde ich jetzt einfach nochmal solo tragen, ohne jetzt irgendwie Lidschatten damit zu kombinieren. Aber ansonsten lässt sich das sehen, ne? Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Limited Edition findet. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und der Sister Love Collection von Catrice und Essence aus dem Jahr 2023. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!